Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Natürlich mit DigiGamer alias Wotan Isebrand. Hallo, hallo. Und auch Erik ist dabei alias Manga. Moin, moin. Brum, brum, brum. Der Herr Und Reporter. mir. Mit De mir. facto. Brum, 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 brum. So, dann gehen wir hier unten jetzt mal am Kartenrand weiter. Hä? Wo? Was? Ah, pff. Hier einfach so, warte. Ja, da grob. Du sollst hier nicht schreiben im Chat. Stacks, Guild Wars. Ach so, Erik, ich So. muss dir was zeigen. Warte mal, ich poste das im Gruppenchat. Ich weiß nicht, bist du im Gruppenchat drinne? Ja, ne? Jojo. Ja. Schau mal mein Schwert an. Vision der Nebel. Und ja, jetzt habe ich noch die Rune da drauf geklatscht, die du mir erzählt hast. Oh, ich muss von dem Besen runter. Das kann ich nicht hauen. Warum habe ich denn keinen Ton hier vom Hero 2 jetzt, Mensch? Ich höre gar nichts. Hat es vielleicht als Ausgabegerät jetzt deinen Lautsprecher statt Kopfhörer? Muss ich nachher mal gucken. Ich mache mir eine Aufnahmepause schnell. Können wir gleich mal kicken. Genau. So, eigentlich soll ich die in Fallen locken, aber. Die macht ab, das ist das Scheißding da. Weil ich kenne, dann machst du da vorne sind doch die Netze, ne? Ja, genau. Die machst du dann einfach rein, da geht dann hoch. So. Oben ist halt die paar Büsche, die du auseinandernehmen kannst und dann kannst du auch Da beides ist probieren. Fischnetz, genau, da sind noch ein paar Separatisten dann wahrscheinlich. Verstecken sich so in den Büsche. Zeig dir, wo die So, sind. und da gehe ich immer mit. So, Fisch anbieten. Moment. Ach da. Heile. Ach komm. Freundliches Vieh, das ist ja. Jetzt haben wir ja bald ungefähr genauso stark unsere Schwerter wie deins und meins, ne? Ichi? Ja, ich glaube ja. Außer dass du hier Siegel der Auslöschung hast, ich hab da Heftigkeit. Ja. Du hast 60% Chance bei kritischer Treffer. Wo ist der andere Kleine da? Nett. Will er sich da fertig machen mit die ollen Lindwürmer? Ja, ich mache hier ein paar. Ich versuche hier zu füttern. Hier oben geht's doch leichter mit den Büschen. Die ganzen Bäume Na versteckt sind. gut, da ist zumindest auch noch eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir da mit. Oh, cool. Ernte gut, alles So, da gut. ist ein Haufen Gebüsch. Da muss überall Ja. einer drinnen stecken. Jupp. Ach, sieh nieder. Oh nein, mein Dumm. So, wo ist denn noch was? Hier. Oh, hier sind ja eine ganze Menge Büsche. Ja, hier hinten. Glaube, das geht schneller als die scheiß Lindwürmer da unten. Wahrscheinlich. Ich glaube, hier oben auch noch was. So, hab jetzt ein bisschen in die Luft gejagt. So, hier die Sehenswürdigkeit fix mal einpacken. So, Gebüsche, mehr Gebüsche. Ein hübsches Gebüsch. Ups. Wo wollen wir noch? Die wollen noch eine ganze Menge noch. Also hier oben ist nochmal Eisenerz, falls ihr sucht. Ja. Nehmen wir doch mit. Wie viel hast du denn noch dein Herz? Ist das schon halb voll oder? Hier bin ich jetzt gerade zu weit ab vom Putt. Moment. Sieht fast voll aus Muss von noch mir. wieder ein bisschen was. Wieder ein 100%. bisschen hier zurück. Oder ist es Neues?
Nee, das, der zeigt da wahrscheinlich gerade ein falsches an. Okay. Okidoki. Wir brauchen ein bisschen Reprier und jetzt auf Fixbot, dann sollte das auch sein. Die Netze. Ah. Ja, nochmal. Blindbombsalat. Genau. So, den auch noch so ein, zwei von den Viechern und dann. So. Ja, noch da. Ich muss die den Zahnstocher wegnehmen. So. kann man gar nicht mehr zum Abschnappen. Nee, wenn, einer noch. Wenn der vor mir läuft, dann macht alles nieder. Wenn ich töten, ich muss sie fangen. Entschuldigung. So, jetzt aber. Okay, wir müssen ihm den Zahnstocher wegnehmen. Ach, geht ja gar nicht mit dir hier. So, jetzt können wir hier unten weiter. Können wir töten? Jetzt können wir töten. Auf sie. Der Wartbeißer kommt. Jetzt gibt's Fisch war da. Mensch, nimm deinen Blutteppich hier weg. Ich sehe sonst nichts. Der ist doch nur so klein. Ja, guck mal dauernd hin. Ja gut, der ist doppelt so groß wie du, aber das ist nicht ganz so schwer. Oh, dann würde ich schon merken, wenn ihm die Hälfte von den Beinen fehlt nachher. Merkt er gar nicht, wenn er mit einem kleinen Zähnchen knabberst. Ja. So, wir können uns langsam mal nach oben poddeln, wenn ihr Lust habt. Poddeln schon? Wie lange denn noch? Ach, da will ja doch ein Drachen, ne? 5 Minuten noch. Ja, 5 Minuten dann noch. Dann laufen wir jetzt einfach mal Richtung Norden und poddeln uns dann zur Not. Hm. Okidoki. Weil nicht 5 Minuten warten. Da oben gibt's auch noch ein Herz, wo man vielleicht nebenbei noch Sachen erledigen kann, wenn er mir dann sagt, was er will. Was willst du denn von mir, Junge? Nach Hause telefonieren. Zerstört Belagerungswaffen und Waffenpläne der Separatisten. Ah, da sehe ich Separatisten. Die töten bringt bestimmt auch was. Hier immer so ein bisschen in die Ecke. Was sagt ihr, der Drache kommt nachher oder was? Mhm. Ja, hier soll der Weltenboss sein. Schönen Timer und dann schauen wir mal, dass wir einen dieser Geldchen mitnehmen. Und hier ist das Herz schon wieder vorbei, das ist ja, naja, machen wir später fertig. Ja, das ist ein kurzes Herz. Kurzes Herz. Ein kleines. Ein kleines, ja. Herzschrittmacher. Marke, super. Oh, hier blitzt es schon. Ups. Okay, gebrandmarkte töten. Kriegen wir bestimmt hin. Du gehst hier runter, okay. Jetzt müssen wir mal hochlaufen. Nicht ganz so schnell. Er sagt, zur Not potteln wir uns. Aber was ich hier noch an Gegnern habe, muss getötet werden. So, töten wir und dann potteln wir. Hast du ein Herz bei dir? Ja. Deswegen will ich hier gebrandmarktes hinrichten.
Wenn wir die auch töten, dann zählt der bei dir oder ist das nicht? Wenn ich sie angeschlagen habe, ja. Dann schlag sie an und wir machen den Rest. Genau, hier sind so, ganz viele. Eine Wegmarke mitnehmen, so, super. Noch ein bisschen, hier da hinten wird ja verteidigt. Da sollte jetzt einiges ankommen. Wo bleiben sie denn? So. Ist auch Bescheid, du hast schon mal Vision der Nebel, müssen wir hin? Nee. Dahin. Dahin. Jetzt. Da. Portal, jo. Die Flammbrand. Okay. Jo. Die Flammbrand, wo ist das denn? Da. Dann bin ich mal verspannt. Wie das hier aussieht. Verspannt oder gespannt? Verspannt natürlich. Verspannt. Wenn wir sehen, wenn es soweit ist, ob wir verspannt sind. So, also falls ArenaNet wieder rumspinnt, es ist so viel los, also erschreckt euch hier nicht, ne? Also lag. Also es laggt und wenn wir Pech haben, fliegen einzelne von dem Server runter. Dann wird man gleich in die Ecke stellen. Das liegt aber einfach nur daran, dass ArenaNet dich nicht mag. Ja. Also ich bin hier unten. Bist du? Hier. Bei den ganzen anderen Leuten hier. Ich springe mal hoch. Gibt's irgendwas dabei zu beachten bei dem Geldchen? Nö. Draufhauen. Draufhauen und am besten magisches Gespür nochmal erhöhen. Ja, kann ich jetzt nicht. Ja, wobei, doch, ich hab noch einen Bonus an. Boah, ich hab Anfang und was sagt der Timer? 2 Minuten oder sowas war das eben, glaube ich. Ja, 1 Minute. Okay. Also er kommt nicht immer pünktlich, mal so, ne? wie die Deutsche Bahn. Bahn. Boah, ich hatte. Ja, die haben ihren Ruf weg. Ja, ich hatte noch so ein magisches Gespür Lagerfeuer übrig gehabt. Das wollte ich dann für den schönen Drachen unten am Meer machen. Wie heißt er jetzt noch? Tequartel hieß er, glaube ich. Ja, so heißt er. Natürlich auch alles schön aufgebaut, schön benutzt und schön magisches Gespür auf 180 hatte ich sogar. Ja. Schwupps wurde ich vom Server runtergekickt. Oh, war ich bedient, ey. Obwohl ich mich eingeloggt habe, war ich natürlich auf dem Übergangsserver. Ja. Mit so wenig Leuten, dass wir den Drachen nicht besiegt haben, ey. Boah, du hörst du. Ja. Hab ich hier nicht schon was fliegen sehen? Nee. So, Junge, wo bleibt er? So, spielen wir ein bisschen Pfeilfang. Wo seid ihr überhaupt? Da hinten in der Ecke? Hier oben. Leute seid ihr? Ja. Ja. Da jäg nicht hin. Ansteckungsgefahr. Gritte. Nix da. Jo. Jetzt kann er jede Minute kommen. Also von ein. Es geht schon eine halbe Stunde. Ja. Ja. Der Drache hat voraussichtlich 5 Minuten Verspätung. Der Grund dafür ist eine Behinderung im Betriebsablauf. Der macht sich halt auch hübsch. Der macht's. Krall Katorix Vermächtnis. So. Irgendwas wird da. Ein Angriff des Zerschmetterers steht bevor. 23 Minuten 41.
jagt mich! Also in 23 Minuten sollen wir das schaffen. Naja, meinst du nicht, dass wir es schaffen? Was müssen wir natürlich denn tun, um ihn hervorzulocken? Naja, das sind, es gibt so ein, zwei Missionen, die muss man machen. Und da laufen gerade welche rum und die machen die gerade. Ja, müssen sie in bestimmter also Zeit schaffen. Warten, ja? Wir warten, dass die Mission geschafft worden ist. Und dann genauso wie die ganzen anderen sich das auch denken. Und ja, entsprechend macht keiner die Mission. So sieht's aus. Können wir mal den Hauptstädter machen und dann sehen sie das. Matt, da will jemand über Sport reden. Oh, ich will ihn töten. Lass mich damit in Ruhe. Am besten fängt er jetzt noch mit Fußball an. Gibt's ja keine. Bayern, HSV 8-0. Muss ich mal erwähnen. Matt? Bayern hat heute gegen HSV gespielt. Ja. 8-0 gewonnen. Haben die Handball gespielt? Ja. Der HSV wahrscheinlich. Och Mensch, was ist das hier? Wo bleibt da? Wo rennst du eigentlich die ganze Zeit hin und her? Hey. Ich bin hier immer. Langeweile vertreiben. Vor und zurück, vor und zurück. Schon mal Dreck hier wieder. Ach du Scheiße, geht das immer schnell mit dem Inventar. Oh ja. Musst du wohl langsam mal ein großes anlegen. Ja, ja. Das war so teuer. Habe ich doch kein Geld für. Also hier ist noch eine Verstärker-Banner. Für. Oh, hier waren ganz viele. Ah, da ist ein Banner. Verstärkung beanspruchen. Karma habe ich jetzt. Wunderbar. Magisches Gespür habe ich jetzt. Also irgendwo war noch ein Banner. Ja, sieht man hier also wunderbar drin. Ja. Banner der Stärke kann ich noch aufheben. Wenn ihr Kraft braucht, einen Banner habe ich hier. Eben, aufheben will ich die Dinger ja nicht. Nee, es gibt hier welche, die kannst du nicht aufheben. Zum Beispiel, wo ich jetzt stehe. Ja. So Gildenbanner, Erik. Damit kannst du Dinger erhöhen. Magisches Gespür und sowas. Oh, nee. Also die Fähnchen, was. Oh! Fimpré-Schwert, Düsternis oder sowas, habe ich gerne sowas. Mhm. Aber kriege ich nicht. Ein. Wie heißt es so schön? Ein Noob-Account habe ich. Was hast du? Ja, ich kriege nichts ordentliches raus. Achso. Heißt das? Was hast du denn alles für Banner mitzuschleppen? Was ist das denn alles? Ja, das sag ich doch. Ressourcen, Karma, magisch, Erfahrung, Gold, Ballon. Ja, das sind diese Gilden, die sich das leisten können. Ja. Wir müssen dafür noch etwa 10 Jahre sparen. Ich habe noch von der alten Gilde habe ich noch einen Banner im Lager davon, vom magischen Gespür. Du siehst ja aus wie so ein Trödelhandel. Ja. Wolle Banner kaufen? Rose kaufen? Ja. Wer kennt ihn nicht noch aus der Disco, ey? Rose? Rose kaufen. Aber wisst ihr was? Ich find's toll, wer bis jetzt durchgeschaut hat, aber hier machen wir jetzt mal einen Cut. Jo. Bis zur nächsten Folge. Jo. Tschüss. Und gleich geht's los, ja.